So, gut. Heute müssen wir ein bisschen leiser schwätzen, weil die Anne hat mich ja gestern erwischt, gell? Hat sie noch neigeschwätzt ins Video. Nein, na egal. Vielleicht kommt sie jetzt öfters mal die Stimme aus dem Off. Also, was ich noch erzählen wollte, war ich wieder in der Kneipe. Und es kommt immer so rüber, als wäre ich andauernd in der Kneipe, gell? Dabei fängt nur so ein Witz an. Also, eigentlich gehe ich gar nicht in die Kneipe. Das könnte der glauben. Also, der Wirt vom Lehrer Lempel in Diebosch kann es bezeugen, dass ich nicht in die Kneipe gehe. Könnt ihr ihn fragen, alle. Jedenfalls setzt sich da ein Typ zu mir an den Tisch. Wie hieß er dann? Karl-Heinz oder was? Schafft beim Sozialamt, erzählt er mir eine Story abends, hat schon drei, vier Bier getrunken. Da wäre heute eine Frau da gewesen mit 10 Kindern. Ja, gut, das kann ja passieren, gell? 10 Kinder. Jedenfalls sind die ins Zimmer gekommen, die Kinder sind da rumgewuselt, oh, hin und her gerannt. Auf einmal sagt die Frau: Sascha, setz dich hin. Boom, alle 10 Kinder auf einen Strich sich hingesetzt. Da hat er geguckt, gell? Sagt, oh ja, sie haben ja die Kinder gut im Griff, gell? Wenn der Sascha sich setzt, setzen sich alle, gell? Das ist der Älteste oder was? Sagt die: Nee, nee, die heißen alle 10 Sascha. Sagt er: Ist aber ungewöhnlich, ne? Sagt er, aber wenn es so geht, wenn sie so einen Griff haben, ist ja gut. Aber was ist denn, wenn jetzt, sagen wir mal, wenn sie ein Kind einzeln ansprechen wollen, wenn die irgendwas falsch machen und einer muss was anders machen? Dann sagt die, ah, dann nenne ich beim Nachnamen. Ach, Herr Uff, so Sache erzählt er mir. Ja, dann geht's weiter, sagt er noch. Da hat er gestern eine Doku über Haie geguckt, über Haiangriffe. Sagt er, wie blöd kann man denn sein, vom Hai angegriffen werden? Da kommt doch vorher immer die Musik. Ach, uff, da habe ich noch einen Schnaps ausgegeben. Haben wir noch einen getrunken. Und der Jägermeister war es, Jägermeister. Und da haut er auch noch einen raus. Was hat er noch gesagt? Ach ja, er kann es gar nicht verstehen, wie man beim Biathlon Zweiter werden kann. Man hat doch ein Gewehr dabei. War es ein Trottel? Ah ja, egal. Aber witzig war es. Also, tschö.